Buyagaya und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich etwas basteln und nicht in der Werkstatt, sondern bei mir in der Wohnung. Und zwar in wenigen Tagen ist Halloween. Und ich habe mir gedacht, diesmal baue ich meinen Anzug selber. Und es soll ein Strichmännchenkostüm werden. Also habe ich mir eine Sturmhaube besorgt für den Kopf. Ein Overall für den ganzen Körper. Aus dem Kupferdraht werde ich mir meinen Kopf modellieren. Aus diesem Stück Draht werde ich die Augen und den Mund bauen. Und damit das alles schön leuchtet, habe ich 2x A5 Meter Neonschnur gekauft. Leuchtschnur. Wie geht das an? Da. Zack. Neongrün. Wie schon gesagt, 10 Meter insgesamt, sollte reichen. Was brauchen wir noch? Klebeband. Da, wo wir kleben können, werden wir kleben. Kombizange, um mit dem Draht fertig zu werden. Und Rest werden wir vernähen oder annähen an den Anzug. Ich denke mir mal, es wird eine spannende Geschichte werden. Also bleibt dran, nicht lange schnacken. Auf geht's! Falls du jetzt auch Lust bekommen hast, so einen Anzug zu basteln, die Leuchtschnur werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe das bei Amazon bestellt. 5 Meter, 6,99 €, also 7 Euro, kostenloser Versand. Freitag bestellt, Samstag da. Easy peasy. Was will man mehr? Bei der Leuchtschnur stand in der Bewertung, dass die piept, wenn die an ist. Hört man das? Ich gehe mal näher an die Kamera. Ein leichtes Piepen, aber absolut nicht stören. Vor allem, wenn ich draußen bin, dann hört man das absolut nicht. Deswegen, ich finde die Leuchtschnur gut. Die günstigste Variante genommen. 5 Meter, super. Neon, gelb, grün, grün. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wie es später auf dem Anzug im Dunkeln aussehen wird, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir erfahren. Wenn das gut aussieht, dann kann man das wirklich 1A ohne Nachdenken bestellen. Normalerweise fange ich ja mal planlos irgendwas zu bauen. Aber diesmal habe ich mir wirklich einen Plan erstellt. So soll das aussehen. Ganz einfach. Also, wir fangen einfach an und improvisieren, wenn irgendwas dazwischen kommt. Auf geht's! Wie ich schon erwähnt habe, die LED-Schnur ist batteriebetrieben. Hier ist Ein- und Ausschaltknopf oder Modusknopf sogar. Die Batteriefächer werde ich in der Hand halten. Das heißt, von meinen Händen geht die Schnur zum Kopf und zu den Füßen. Und ich kann jederzeit meinen Anzug ein- und ausschalten. Also alles geht von den Händen los um den ganzen Körper herum. Oh, ich sag ja schon da. Als erstes werde ich den Anzug anziehen und mir Markierung setzen, wo die Leuchtschnur befestigt werden muss. Das heißt, übertrieben gesagt, wenn ich die Leuchtschnur, angenommen, an der Seite befestige, dann sieht man es ja nicht so gut. Das heißt, die Leuchtschnur muss frontal angebracht werden, so dass Licht nach vorne strahlt, damit man bestmöglichen Lichteffekt erzielen kann. Und dann werde ich, wie schon gesagt, aus dem Kupferdraht einen Kopf modellieren mit Augen und Mund. Und dann werde ich später die Leuchtschnur auch da befestigen, hier vernähen. So ungefähr ist der grobe Plan, also egal. Wir fangen einfach an und dann geht's ab. Also erst anziehen, Markierung setzen. Also, ne? Die Markierungen sind gesetzt. Jetzt können wir langsam anfangen, unseren Kopf zu modellieren. Den Umfang habe ich. Jetzt kommen die Augen. Dafür werde ich einen Becher zu Hilfe nehmen, damit das schöne zwei runde Augen werden. Den Mund mache ich freihand. Eine tolle Sache habe ich noch festgestellt. Man kann nämlich Batteriefach von der LED-Schnur trennen. Hier ist ein Stecker. Ja. Tadada. Somit muss ich nicht mit Batteriefach mich hier rumschlagen, sondern nur die Schnur schön verlegen. Thema erledigt, dann später zusammen und es geht los. Musik.
gerade überlegt, ich mache einen offenen Mund. Ah, das wird obercool sein. Das wird so geil sein. Das ist der Wahnsinn. Bin selber begeistert. Das sieht klasse aus. Schalalalala. So können wir das. So können wir das echt lassen. Perfekt. Einfach nur. Wunderschön. Wunderschön. Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Unser Kopf ist fertig. Das wird jetzt rangenäht. Die Leuchtstimme wird jetzt auch rangenäht. Also, machen wir weiter. Das heißt, einmal Arm, einmal Bein, das nächste Bein und in der Gegend hört das auf. Ist auf jeden Fall super geil. Braucht man sich keine Gedanken machen, das wird super sein. Einfach nur fantastisch wird das sein. Fangen wir einfach mit Nähen an. So, dafür nehme ich schwarze Farbe. Ich muss gestehen, ich bin nicht sehr geübt in Nähen, aber es sollte klappen, glaube ich. Wir wollen schließlich nicht zum Mond mit dem Anzug fliegen, nur ein paar kleine Kinder erschrecken, die zu den Bettnässer machen wieder. Ich mache jetzt keine Wissenschaft raus, einfach annähen, Thema erledigt, also so schnell wie möglich. Aufpassen natürlich, dass man die Leuchtschnur nicht beschädigt. Der erste Schritt ist getan. Die erste Stelle habe ich verbunden, vernäht. Jetzt kommen weitere 120.000 Stück. Ja. Machen wir weiter. So, ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauern wird, aber auf jeden Fall, die zweite Stelle ist auch angenäht. Jetzt muss ich noch 100.000 Mal machen. Auf jeden Fall, das wird jetzt ziemlich langweilig sein. Deswegen machen wir jetzt einmal ein bisschen Magic und dann wird der Anzug fertig sein. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da andere Methoden, das zu befestigen. Falls du eine Methode weißt, schreib unten in die Kommentare, wie würdest du das anbringen, die Leuchtschnur an den Anzug. Wie geht das? Also mir fiel spontan nur Nähen ein. Heißluftkleberpistole, Klebeband, also nur Nähen. Aktuell fällt mir wirklich nichts dazu ein. Gut, auf jeden Fall 1, 2, 3 und der Anzug ist zumindest auf einer Seite vernäht. Hallo, hier spricht der Bankräuber. Ich möchte gerne 5 Millionen Dollar in Euroscheinen, ein Fahrzeug auf 3 Rädern mit Anhängerkupplung und nein, Spaß beiseite. Wie ihr seht, es ist Tag 2 angebrochen. Ich habe gestern, glaube ich, 1,5 Stunden, 2 Stunden genäht. Es ist, wenn man nicht so gut im Nähen ist, schon zeitraubende Geschichte. Aber am Ende war ich relativ fix, habe mich wirklich da eingearbeitet und es ging richtig gut. Als ich gesagt habe, schreibt mir bitte auf, welche Methoden es gibt, wie man das noch anbringen kann an den Anzug, die Leuchtschnur. Da habe ich extra Tackern ausgelassen. Wollte nicht witzig sein, aber ganz ehrlich, nachdem ich mir 1 Million Mal in den Finger gepikst habe mit der Nadel, wäre Tackern echt eine schmerzfreie Methode gewesen. Naja, egal. Auf jeden Fall, meine Aufgabe ist jetzt, an die Sturmhaube mein Gesicht anzunehmen, dann die Sturmhaube an den Anzug anzunähen und die Leuchtschnur anbringen. Und dann sollte es gewesen sein. So einfach klingt das. Naja, lass uns loslegen. Aber ich werde, glaube ich, das hier nochmal verstärken. Die Herausforderung bei der nächsten Aufgabe ist, dass man die Schnur ja nicht trennen kann. Das heißt, wenn ich Kopfbedeckung auch beleuchten möchte, muss ich gucken, dass ich das irgendwie verbinde. Sprich, am besten ist das, wenn man das rannäht, sodass
dass es nicht kaputt gehen kann. Also es muss so locker sein, dass ich das mit dem Anzug anziehen kann, aber es muss auch so fest sein, so dass es nicht abreißt und die Schnur verletzt. Es ist auf jeden Fall sehr warm in dem Anzug, in der Wohnung. Ich habe jetzt Anzug und die Maske, Haube angezogen und habe die schon leicht befestigt. Also es wird so sein, dass die Maske, die Haube, Sturmmaske, Sturmhaube an einer Seite angenäht ist. So, so wie jetzt, also die ist jetzt schon fast fest, aber ich mache das noch ein bisschen fester. Und ja, und dann kann ich sozusagen erst Anzug anziehen und dann die Haube rauf. Und dann ist das alles ja, fest und dann brauche ich keine Gedanken machen, dass die Schnur reißen kann. So, von innen nach außen und das 1000 Mal. Dann ist die Maske fest. Aber da, jetzt habe ich die Nadel verloren. Man verliert normalerweise den Faden, aber ich habe die Nadel verloren. Und dann will ich dir noch etwas zeigen, was ich beim Anziehen ja, mir überlegt habe und auch umgesetzt habe. Eine kleine Innovation. Und jetzt kommen wir noch zu der Idee, die ich hatte, als ich den Anzug mit der Haube angezogen habe. Ich habe ja die Maske an der Haube noch einmal genäht, aber dann fiel mir ein, oh, das ist ziemlich locker. Wieso kann man das nicht mit Strapsen nochmal, mit Kabelbindern nochmal verbinden? Und das habe ich jetzt getan. 6 Stück. Jetzt ist die Maske an der Haube bombenfest. Haube ist an dem Anzug bombenfest. Also kann ich in Ruhe jetzt meine Schnur verlegen. Ja, und so sieht das Ergebnis aus. Es ist alles noch provisorisch, wie schon gesagt. Ich werde das jetzt mit Tesafilm alles schön verbinden, zusammenkleben. Dann ist das bombenfest. Alle Stege, wie zum Beispiel hier und da, und von den Augen bis zu der Nase, obwohl das kann ich lassen als Nase. Nein. Augen sollen alles einzeln leuchten, das heißt, die Schnur, die dazwischen liegt, werde ich mit einem dunklen Klebeband abkleben. Achso, ich will dir noch einmal zeigen, wie ich das vernäht habe. So sieht das aus. Einfach von einer Seite zusammengenäht. Und wie schon gesagt, es ist alles relativ lose. Und das ist gut so, weil wenn ich den Anzug angezogen habe und das alles ausgerichtet habe, dann werde ich hier einfach mit Tesafilm verbinden und dann ist das auch alles fest. Also es wird so großartig sein, das ist unglaublich. Also ich bin, das wird richtig cool sein. Mein Anzug ist jetzt fertig. Ich habe jetzt alles nochmal nachkontrolliert, alles was so auseinander ging mit Tesafilm verbunden, zusammengeklebt. Das Gesicht ist perfekt geworden. Ich finde das richtig schön. Hier nochmal alles, was nicht leuchten soll, habe ich abgeklebt, sodass die Augen und der Mund einzeln leuchten. Ja, ich würde sagen, nicht lange schnacken, anziehen und ab in den Garten. Es ist jetzt mittlerweile 21 Uhr, heißt, es ist dunkel draußen. Also, lass uns runtergehen und testen. So, ich hoffe, mich kann man gut sehen. Mein Anzug ist jetzt komplett fertig. Ich habe alles schön verklebt. Alles ist dran. Und jetzt wollen wir mal im Dunkeln das mal testen. Heute möchte ich, Mann, nicht deutlich ausgesprochen. Ja, steht kurz vor der Tür. Oh nein. Näht Zeug. Und dann sollte es funktionieren. Machen wir nochmal. Wie das gemacht wird, Dorf löschen. Bam, bam.
Wenn du auch so ein Anzug... Wenn du auf einem... Nein. In meine Videobeschreibung verlinken. Übertrieben gesagt, wenn ich den Anzug angezogen habe und alles... Oh, ja. Nein. Mir ein Becher zur Hilfe nehmen. Ich mache jetzt keine Wissenschaft. So, nein, kein so. So ist immer schlecht. Die Markierung habe ich an den Anzug markiert. Nein. Hallo, hier springt. Hallo, hier springt.